Ach, wenn du hinguckst, bewegen die sich nicht? Das ist ja creepy. Das ist ja... Und, siehst du ihn? Meinen neuen Freund? Den Creeper 2? Der lebende Baum. Oder auch Knarzer genannt im Deutschen. Das ist ganz weird. Willkommen zu alles, was du über den fahlen Garten wissen musst. Abo und Like nicht vergessen. Bevor wir aber zu den Bäumen kommen, gucken wir uns erstmal an, was es alles so gibt, welche Veränderungen und warum man den Baum nicht so einfach töten kann. Als allererstes die Blöcke. Ne? Wir haben ein Schild, ein Hängeschild, der Setzling, der mir ehrlich gesagt ganz gut gefällt. Das Boot, das ist ein... Die Truhe hat einfach so viel Farbe und Kontrast im Vergleich zu diesem fahlen Rest. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber mir gefällt die Farbe im Allgemeinen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich zeige euch gleich auch nochmal, warum. Aber ich mag sie einfach super gerne. Die Tür, mega cool, wie aus jedem Horrorfilm sieht die aus. So schön mit Eisen beschlagen. Dann haben wir hier neben das Holz, ne, das Pfahleichenholz. Hier ist das Ganze dann entrindet. Hier mal als Stamm, hier als entrindeter Stamm. Als Planke, Stufe, Treppe, Druckplatte. Oh, mein Gehirn gerade AFK. Zauntor, Knopf, Zaun, Falltür. Und das ist ganz spannend, das ist knarzendes Herz. Da kommen wir gleich noch zu, aber das gibt es auch. Dann haben wir hier noch den Pfahlmoosblock, den Pfahlmoosteppich, der coolerweise so Ranken an dem Block macht. Und die kann man sogar mit Knochenmehl erhöhen. Ansonsten kennen wir das Moos schon, so wie es sich verhält. Wir bekommen halt nur keine Azaleebäume. Aber ansonsten funktioniert das ähnlich. Wir können das super schnell abbauen mit der Hacke, ne? Natürlich jetzt nicht im Kreativmodus. Und warum ich diesen Look mag. Erstens kann man damit super gruselige Sachen in dunkle Wälder bauen. Ich weiß auch nicht, warum Mojang im Moment so einen Horror-Trip fährt mit dem Warden und dem Deep Dark und jetzt dem hier. Was kommt demnächst? Herobrine? Aber ein weiterer Grund ist, wenn wir mal... Ja, oder wir machen mal so, einfach hier mit Stämmen arbeiten, ne, und machen dann noch die Planken hier hin. Das kann man nämlich super kombinieren mit Quarz. Das passt mega gut. Endlich mal ein Holzblock, der sehr nah am Quarz ist. Wobei es da Unterschiede gibt, komischerweise. In der Bedrock-Version hat das Pfahleichenholz eine andere Farbe. Ganz komisch, aber... In der Java-Version, das lässt sich mega gut kombinieren mit Quarz. Und das finde ich so gut. Endlich Holzgebäude mit Quarz-Applikationen. Kommen wir zu dem knarzenden Herz. Das ist eine super weirde neue Mechanik. Das knarzende Herz ist ein Block, den wir drehen können. Ne? Also sehen wir schon so, wie so Stämme halt. Und wenn wir den abbauen... Ganz komischer Ton. Warum? Na, wir können das aktivieren tatsächlich. Wenn wir so machen. Nein, so. So, genau. Und wieder so. Ich bin verwirrt. Ah. Guck mal, da ist er. Wir brauchen also oben und unten den Block. Okay. Und dann spawnen wir nämlich so einen Baum. Der noch keine Animation hat. In der Bedrock hat er eine. Da läuft er rum, schwingt die Arme und alles. Ganz komische Kiste, dass das so unterschiedlich ist. Aber naja, gut. Wir können das Ganze aktivieren. Dann spawnen wir im Umkreis einen Knarzer. Und das mega Spannende, wenn wir einen Redstone-Comparator dranhauen und ziehen einfach mal ein Redstone-Signal davon weg, dann sehen wir... Die Signalstärke ist davon abhängig, wie nah er an dem Herz ist. Also je weiter er weggeht, desto schwächer wird es, je näher er kommt, desto stärker wird es. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir ihn irgendwie kontrolliert transportieren? Einfach zu Demonstrationszwecken. Guck mal, das Redstone-Signal, mega cool. Mega cool einfach. Wir haben noch zwei weitere Änderungen. Ich lasse den Kollegen jetzt mal da stehen, ne? Wenn wir jetzt... Nicht dein Ernst, wo kommen denn immer diese Zombies her, die so laut sind? Wenn wir jetzt einen Stein nehmen und tun den in die Steinsäge, können wir gemeißelte Steinziegel einfach so machen. Ich meine das gelesen zu haben, oder war das vorher schon so? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin auch nicht perfekt, aber die viel größere Veränderung ist das hier. Keep Inventory bei friedlich und einfach. Mojang versucht die Schwierigkeitsstufen anzupassen. Das heißt, wir spielen auf einfach.
wenn wir jetzt in den Survival-Modus gehen und sagen, hau mich mal, komm. Danke, endlich haut er mal. Danke, viel Schaden macht er jetzt nicht. Wir sterben nicht einfach daran. Wir sterben mal kurz. Und unser Inventar ist weg. ist offensichtlich noch ein bisschen buggy, aber normalerweise sollte es so sein, dass man bei der Schwierigkeit friedlich und einfach sein Inventar behält, wenn man stirbt. Das ist... ich weiß noch nicht, ob ich das gut heißen soll. Also bei friedlich okay, bei einfach würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Vielleicht könnte man bei einfach die Haltbarkeit reduzieren. Also man behält seine Gegenstände, aber die verlieren alle ein gutes Stück Haltbarkeit. Aber das ist in meinen Augen auch eine große Anpassung oder ein großer Schritt in eine gewisse Richtung. Das könnte ja auch heißen, dass vielleicht beim nächsten Update die Monster bei schwer irgendwie noch mehr Schaden machen oder aushalten oder beides. So viel zu den Sachen hier. Es gibt bei der Bedrock noch eine neue Option in den Einstellungen, wo du einstellen kannst, wie viele Leute schlafen müssen, damit die Nacht übersprungen wird. Aber wir wollen uns jetzt mal den Pfahleichengarten hier angucken. Als allererstes fällt so ein bisschen auf, hier dieses Knacken immer. Oh. Habt ihr gehört? Ich finde, das hat... Aha, total spannend. Ah, da ist ja einer. Hallo. Das hat ein total spannendes Feeling oder eine total interessante Atmosphäre. Wenn jetzt nicht wieder so ein Zombie hier rumschreit. Ich mach mal gerade auf friedlich. Dann sind die alle weg. Aber geht um die Geräusche. Was meiner Meinung nach aber definitiv fehlt, ist so ein Bodennebel. Also es muss so ein bisschen, es bräuchte viel mehr Nebel. Und dieses Knarzen sollte öfter sein. Oder so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen so ein Background-Rascheln. So ein bisschen der Wind hier durchgeht. Aber kämpfen wir mal gegen so einen Baum. Wenn wir den Baum spawnen, ist er One-Hit. Also kein Glück. Warum? Das liegt an dem knarzenden Herz. Wenn wir jetzt mal so einen Kollegen natürlich spawnen, also wir müssen an Bäume gehen, da ist einer. Und wenn wir den jetzt hauen, wir sind noch im Kreativmodus, ne? Wenn wir den jetzt hauen, passiert das. Das ist mega spannend. Wir müssen hier hin und hier ist sein Herz. Und wenn wir das kaputt machen, dann ist er weg. Super interessante Mechanik. Jetzt nur noch die Frage, wenn wir im Überlebensmodus sind, mit Behutsamkeit abbauen. Er ist weg. Ja, können wir. So kommen wir also auch da dran. Und wie viel Schaden macht er eigentlich? So, ich bin jetzt in Survival mit einer Eisenrüstung. Hallo. Hallo. Au. Au. Okay, auf einfach macht das keinen Sinn. Wir machen es mal auf schwer. Haust du mich? Hallo? Okay. Also irgendwie gar nicht viel Schaden. Auch nicht auf schwer. Ich glaube, das ist noch nicht so gewollt. Meiner Meinung nach müsste der viel, viel mehr Schaden machen. Überleg mal, wenn so ein Baum dich schlägt. Ja, ich meine, ein Baum. Da ist ja einfach die Faust der Natur ist ja schon hart. Also das sollte wehtun. Aber die bewegen sich ja mal richtig creepy. Ach, wenn du hinguckst, bewegen die sich nicht? Das ist ja cool. Das ist ja mega cool. Das ist ja Slenderman. Das ist ja Slenderman als Baum. Das ist ja geil. Das ist ja creepy. Das ist ja... Und das ist alles, was ihr über das Pfahleichenbiom wissen müsst. Für mich persönlich trifft es meinen Geschmack, was das Bauen anbelangt. Wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao. Mit V.